Ja, hallo und halt. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Freelancer. Ich bin's wieder, euer Black. Wir sind gerade dabei, aus Leeds zu fliehen, weil offenbar wurde Leeds von der, naja, von der Rheinwehrmarine überrannt. Oder der Rheinland, dem Rheinlandmilitär. Und ja, die sind natürlich auf der Suche nach uns, haben aber dafür direkt einen Krieg mit dir, Bretonnia, angezettelt. Die einzige Basis im gesamten System. Wohin wollten Sie denn? Als ich Kreff kennenlernte, sagte er mir, wenn ich ihn suche, soll ich mit dem Barkeeper auf Shinkaku reden. Ist das ein Planet? Eine Samura-Station. Sie wurde bei dem großen Methanfeld in Tau 29 gebaut. Etwas abgelegen, aber nicht allzu weit von hier. Wir nähern uns, Holman. Haltet die Augen offen. Wenn Rheinländer hier sind, haben wir diesmal keinen Überraschungsmoment. Radar ist sauber. Anscheinend haben wir sie abgeschüttelt. Na, Gott sei Dank. Die nächste Handelsroute bringt uns zum Tau 29-Tor. Von da ist es nur ein kurzer Flug nach Shinkaku. Dann mal los. Andocken. Andocken verweigert. Zielort zu weit entfernt. Anfliegen. Aha. Müssen wir mal von Haus aus hinfahren. Wir fliegen. Hoffen wir, dass wir die Heile durchkommen. Ich habe nämlich so gar nichts einstecken. Ob man bei solchen Missionen zwischendrin auch mal andocken kann? Seltsam, dass keine Schiffe hier sind. Außenposten Holmann, bitte melden. Hier stimmt eindeutig was nicht. Scheißdreck. Wir haben nur eine Chance. Schnell, mir nach. Tobias, wir halten Sie auf. Bring diese Leute in Sicherheit. Los! Danke, meine Freunde. Okay, wohin? Dann fliegen wir mal Tobias hinterher. Ich glaube, wir sind die Nachzügler hier. Vor allem, wir halten sie auf, die Nasen sind. Das ist die Handelsroute zum neuen Tau 23-Tor. Es wird hier noch daran gebaut, aber wir sollten sie benutzen können. Andocken. Ach, da hinten sollen wir andocken. Na, sag das doch. Kann ja keiner wissen. Die Goethe ist das übrigens. Schlachtschiff Goethe, die uns da abgefangen hat. Naja, wir wissen sie alle. Egal, wie dicht wir sind. Goethe war Dichter. Ich weiß, der sollte die Route benutzbar sein. Aber ich finde ihn einfach geil. In die Handelsroute, schnell. Okay. Wie ist unser Plan? Das Tau 23-Tor funktioniert noch nicht. Am besten wäre Planet Harris. Aber der ist weit weg von hier. Funktioniert nicht? Also ist das hier eine Sackgasse? Sie haben die Handelsroute unterbrochen. Da! Mehr Rheinwehr-Korvetten! Wir erreichen den Planeten Harris nicht von hier aus. Aber es gibt ein intermittierendes Sprungloch in der Nähe. Funktioniert vielleicht nicht, ist aber unsere einzige Chance. Ich lade die Koordinaten hoch. Wir müssen ihnen etwas Zeit verschaffen. Trent, wir beide bleiben und kämpfen gegen die Korvetten. Alle anderen, fliegt zu dem Sprungloch und wartet da auf uns. Ja, eine ganz tolle. Deal, Black. Okay, zwei gegen Korvetten. Sie und ich gegen zwei Korvetten. Mal sehen, was Sie gelernt haben, seit Sie von Leeds weg sind. Zielen Sie auf Ihre Triebwerke, die sind Ihr Schwachpunkt. Auf die Triebwerke zählen, alles klar. War's schon? Na gut. Okay, hau mal ab. Tschüssi. Ihr könnt uns mal. So, das Tau 29 Funktor. Wir haben glücklicherweise wieder Schildbatterien, von denen wir sowieso keine haben, noch unsere spärlich gesäten Nanopods. Naja, ist ja schmal. Sonst haben wir ein Problem. Gut gemacht, Junge. Ich bin stolz auf Sie.
Da sind sie ja. Wir wollten schon wenden und nach ihnen sehen. Werden sie verfolgt? Nein, wir müssen das System verlassen. Wie ist der Status des Sprunglochs? Ich habe Messungen vorgenommen. Scheint phasengleich zu sein. Wir sollten es benutzen können. Gut, worauf warten wir? Auf geht's. Trent, Sie zuerst. Ich sorge dafür, dass uns keine Rheinländer folgen. Okay. Andocken. Ich habe Sichtkontakt. Ha. Ich hoffe mal, wir kommen irgendwann an. Jetzt. Keine Spur von ihnen, aber die kommen bestimmt wieder. Wir müssen weiter. Shinkaku ist nicht weit. Trent, Sie fliegen voraus. Wir sind nahe Station Shinkaku. Trent, ich habe die Koordinaten hochgeladen. Übernehmen Sie die Führung. Wir stehen wieder in Ihrer Schuld, Mr. Tobias. Wenn Rheinland offen Ziele in Bretonia angreift, könnte das zu einem ausgewachsenen Krieg führen. Das verstehe ich nicht. Glauben Sie, dass das Artefakt der Grund für dies alles ist? Könnte sein. Wir brauchen einen sicheren Unterschlupf, wo wir das Objekt analysieren können. Kaum zu glauben, dass alles von einem Barkeeper abhängt. Hoffentlich war das kein Witz von Cass. Oder eine Falle. Ja, ich hoffe das auch. Schauen wir mal. Wir sind fast bei Shinkaku. Ich lande und rede mit dem Barkeeper. Wir sollten Reparaturen durchführen und Waffen kaufen. Trennt sie zuerst. Ich zuerst. Andocken. Bestätigt. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Gut, dann docken wir mal an Dock 1 an. Ich bin froh, dass wir jetzt so weit gekommen sind. Hoffen wir, dass der Rest auch noch klappt. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal was trinken. Wird langsam trocken im Hals vom vielen Quatschen. Aber was muss, das muss. Reparieren. Okay, hier gucken wir mal, ob wir was verkaufen können. Schrott und Wasser. Und Ausrüstung. Natürlich brauchen wir Ausrüstung. Und wie wir Ausrüstung brauchen. Oh, hier gibt es auch vernünftige andere Waffen. 8,3. 8,33, 31 und die Stand Fury hat doch ein bisschen mehr. Wir haben zwei, nicht genug Credits, okay. Ist eh wichtiger, wenn wir, dass wir erstmal hier ein paar Schutzschilder zulegen. Und ein paar vernünftige Nanobots. In Frachtraum geladen. Okay. Leute, ich muss mal ganz kurz Cut machen. Geht gleich weiter. Ich muss mal was trinken. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Hoffentlich klappt es jetzt etwas besser. Prost. Da vorne die Kohlensäure. Ich weiß nicht, ob ihr was gehört habt. Wir wollten eigentlich nur rausgehen. Wir haben ja noch einen zweiten Auftrag. Ich will hier gar nicht in die Bar. Das heißt, Landedeck. Und eigentlich noch starten. Weil wir haben ja genau Quintan außerhalb der Station Shinkaku im All treffen. Wir haben ja noch einen Freelancer Alpha Auftrag. 1-1. Hier Shinkaku. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Raten Sie danke. Mal, es gab tatsächlich eine Nachricht für Quintan. Die Crest-Basis ist wohl nicht weit. An einem geheimen Ort auf der anderen Seite des Systems. Der Barkeeper hat mir Koordinaten gegeben. Ich lade sie jetzt hoch.
Freunde, ich habe es für euch jetzt. Falls es wirklich Krieg zwischen Rheinland und Bretonia gibt, braucht man mich zu Hause. Ich verstehe. Danke sehr für alles, Tobias. Ja, auch von mir. Versprochen. Trent, bringen Sie die Leute in Sicherheit und finden Sie heraus, was mit dem Artefakt los ist. Jo, Chef. Also gut, danke, Leute, Chef. Frisch ans Werk. Los geht's. Ich fühle mich jetzt mit vollen Schildbatterien auch schon wieder etwas besser. Habe ich schon erwähnt, dass das hier saugeil aussieht? Viel besser als in den bretonianischen Gebieten. Hier gefällt's mir, hier könnte ich bleiben. Wir schön müssen vorsichtig sein. Der Barkeeper sagte, dass Rheinlandschiffe in dem Sektor gesehen wurden. Er schlug einen Flug durch das Methanfeld vor. Das sollte unsere Triebwerksignaturen überdecken. Was hat der Barkeeper über Kress gesagt? Nicht viel. Er sagte mir, dass Kress häufig in diesem Sektor aktiv sei und gab mir dann diese Koordinaten. Das war alles. Leider bietet uns das Feld nur für die halbe Wegstrecke Schutz. Danach müssen wir durch das offene Weltall fliegen. Na, ganz toll. Aber ist ja nichts Neues. Guck mal, wie der hier hin und her eiert, während wir hier ganz ruhig fliegen können. Hat er wohl die falsche Route gewählt. Na gut, jetzt eiern wir auch gerade. Wir sind jetzt am Rand des Feldes. Von jetzt an gibt es keine Deckung mehr. Das heißt, von jetzt an werden wir angegriffen. Oh mein Gott. Sieht wie die ganze Rheinwehrflotte aus. Hier Rheinwehr-Schlachtschiff Schiller. Triebwerke stoppen und Waffensysteme deaktivieren. Wir kommen an Bord. Wir haben keine Chance. Trent? Ich empfange neue Kontakte, die sich schnell nähern. Professor Quintain? Colonel Kress schickt uns als Hilfe. Kress? Woher wussten Sie? Keine Zeit. Wir laden Ihnen Koordinaten hoch. Professor, Sie und der Frachter müssen schnellstens dorthin. Wir versuchen, die Rheinwehrflotte aufzuhalten. An alle Schiffe. Wir haben nicht identifizierte Ziele auf Abfangkurs. Alle Jägergeschwader ausscheren und angreifen. Gehen auf Abfangkurs. Hier Razorführer. Konzentriert das Feuer auf den schweren Kreuzer. Roger. Ziel im Visier. Alarmstufe rot. Die Schiller ist betroffen. Alle Türme besetzen. Alle anderen Jäger, Feindschiffe angreifen. Beschuss! Quintain-Eskorte. Wir könnten Ihre Hilfe brauchen. Los, Rheinlandschiffe angreifen. Wir müssen dem Professor Zeit zur Flucht verschaffen. Alle Mann an die Notfallstation. Volltreffer. Alle Einheiten angreifen. Schlag schnell und ohne Gnade zu. Razor 2, greif an. Razor 3, wir legen los. Au, was war das denn? War gerade so schön im Treffen hier. So, den haben wir. Boah. So, die nächste. Es geht schon wieder auf unsere Schutzschildbatterien. Na gut, das war jetzt auch eine ziemlich dämliche Sache, was wir hier gemacht haben, aber. Muss halt auch mal sein. Wir wurden getroffen! Die Hülle wölbt sich und gibt nach! Wir verlieren die Jojo. Identität! Mach's gut! Tschüssi! Ja. Dafür geht es uns halt auch an den Kragen, das ist auch nicht so schön. Das war ja klar. Ich hab nichts mehr. Verdammt, ich brauche. Schutzschild wiederhergestellt. Gott sei Dank. Mal ein anderes Ziel. So, das geht's. Jetzt schieße ich mal ein paar Raketen hier, du Blödmann. Nein. Scheiße.
Gott sei Dank. Es wird aber auch nicht weniger, Leute. Es wird nicht weniger. Ein Gegner hat mich erschossen. Ja, mich auch. Ja, die Rheinlandflotte zerstören, das ist mir schon klar. Das sind aber ein paar mehr diesmal. So, wieder eine Korvette weg. Juhu, zwei Schildbatterien. Die nächste. Na komm, die kriege ich auch noch tot. Siehste? Frag mich nur, wenn ich da was will. Ja. Schwimm mal hier wieder auf. Ja, ich komme jetzt ein. Oh, dann weg da. Ja, es geht doch voran. Wir kriegen das so langsam hin. Nächster. Ah, langsam, so langsam ist doch da mal das Grüne im Vorteil. Also hier. So. Meint auch. Erledigt. Na komm, das schaffen wir noch, die paar. Einer geht noch. Doch, den machen wir kalt. Der haut ja ab. Ist ziemlich schnell, diese Korvette da. Ah, jetzt. Ne, halt, jetzt dreht sie ja. Das war's. Ihr Quintin, geschafft. Wir sind bei den Koordinaten. Sehr gut. Alle Jäger, Gefecht beenden und ab nach Hause. Okay, wir fliegen den jetzt mal schnell hinterher. Allerdings nicht in dieser Folge, sondern einfach in der nächsten. Ja, bis dann. Tschüss.